So, hier stehen wir vor einer Hexitzgruppe und Hexitzgruppen sind eigentlich immer interessant und auch für uns sehr schön. Ja. Und da wollen wir jetzt mal reinschauen. Es gibt von Detlefs den Alpa und zwar den 780er oder 7820 und den 6820. Hier auf der Messe ist nur der 6820 der kleine, aber der kleine ist gar nicht so klein, der ist nämlich über 7 Meter und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Das würde nämlich auch für uns ganz gut passen. Naja, schauen wir mal was. Also man sieht schon mal am Preis, da steckt was dahinter. Und dass das jetzt 183.000 Euro sind bei 7,48 Meter, das liegt vor allen Dingen daran, weil hier schon eine Hinterachsfederung eingebaut ist. Eine Hinterachsluftfederung. Mit Auflastung auf 4,8 Tonnen. Es ist ein Alco Breitspur-Chassis mit 180 PS Motor von Fiat natürlich. Detlefs baut nur auf Fiat und von 4.500 Kilo ist der schon auf 4.800 Kilo aufgelastet. So, dann wenn wir in die Garage schon mal reinschauen, dann spürt man natürlich auch schon den Nachteil einer Hexitzgruppe, denn so gemütlich die Hexitzgruppe ist, so niedrig ist die Garage, also es ist schwierig hier Fahrräder reinzustellen, vermutlich auch Fahrräder, wo man den Lenker umkippen kann, so genau haben wir das Maß nicht, aber wer sich für das Fahrzeug interessiert, der muss sich halt da kundig machen, ob die Fahrräder reinpassen, die Höhe ist also auf jeden Fall begrenzt. Und das Ambiente ist natürlich schön. Bei einer Hexitzgruppe schon phänomenal. Schön ist es, ja. Ja, so Hexitzgruppe haben natürlich schon. Also eine Hexitzgruppe ist natürlich schon eine tolle Sache. Ja, auf jeden Fall. Gefällt uns das sehr ist gut. Gemütlich, wie man da reinlümmeln kann. Mhm. Und wenn es kein Alkofen ist, was uns ja auch nicht so zusagen würde, ja. Dann hat man hier ein Bett, wo man längs liegen kann, aber da kommen wir dann gleich noch dazu. Grundsätzlich das Feeling einer Hexitzgruppe ist natürlich schon ja, einfach einzigartig. Ja klar, man sitzt hier halt einfach sehr gemütlich. Ja. Der Nachteil, den eine niedrige Heckgarage bringt, das ist halt der Vorteil vom Komfort, wenn man in dem Fahrzeug wohnt. Also sich aufhält. Ja, länger aufhält. Das ist was ganz anderes als auf so einer Tinette zu sitzen oder face to face. Es ist einfach ein gemütlicheres Sitzen. Was ich gebe mir recht, vielleicht kriege ich ja doch eine Hexitzgruppe. So, dieses Fahrzeug ist schon fast komplett ausgestattet. Man sieht also hier schon einen Fernseher, der relativ klein ist, aber natürlich normalerweise ausreicht. Und dieses Fahrzeug ist jetzt so ausgestattet, dass es auch für 4 Personen möglich ist. Das heißt, man kann also hier die Sitzgruppe umbauen in 3-Punkt-Gurt gesicherte Beifahrersitze, jeweils an der Wand, also am Fenster, und auch zu einem zusätzlichen Bett. Also ist durchaus für 4 Personen zulässig und möglich. Hier sind natürlich jede Menge Platz. Nach hinten kann man rausschauen, seitlich kann man rausschauen. Und hier hat es auch noch Staufächer. Oh, die sind ganz schön tief. Geht es in die Garage rein? Nee, ne? Nein, nein. Also auf der Seite nicht. Nee, natürlich nicht. Okay. Duftstäbe. Riecht gut. Sind aber nicht inklusive. Vermutlich noch, nicht, nein. Noch mehr Aufpreis. Ist einfach Deko. So, und dann haben wir hier den Küchenbereich. Der ist, also den Stock können wir wegtun, den brauche ich auch bald nicht mehr, ja, hoffe ich zumindest. Ja, stellen wir mal daher. Ich lege. Was natürlich bei Hexitzgruppe immer schön ist, das ist die Küche. Also das ist wirklich toll, wenn das alles so schön nebeneinander ist. Man hat auch Platz. Man hat hier auch noch eine kleine Ablagefläche, Fächer.
Ja, das ist eine ganz normale Spüle und ein Dreiflamme-Herd. Und man kann, hoppala, man kann nebenher wunderbar zum Fenster rausschauen. Ja, und das ist natürlich auch immer schön. Diese Auszüge hier mit Müllbehälter, ganz toll. Ja, das sind große Schubfächer. Die gehen ganz leicht. Wie sind die gesichert, dass sie nicht während der Fahrt aufgehen? Hier, guck mal, hier hat es on-off. Also ich denke, dass das dann die Fächer sind. Dann schalten wir mal off. Und jetzt, ob es jetzt aufgeht. Nee. Und on. Oder hier vielleicht. Ah, nee, das war's nicht. Ah, jetzt? Okay. Ja. Also, auf on, dann geht es nicht mehr auf. Jetzt machen wir. So, nee, und auf off. Ja. Jetzt geht's auf. Also, ja. Zentralsicherung. Und, ja. Und die Oberschränke? Ja, die sind ja ganz normal. Aha. Mhm, sind groß. Ja, ja. Groß. Kann man was anfangen. Ja, da hat man schöne Fläche. Ja. Dann haben wir hier eine Stufe bei der alten Heizung und beim Doppelboden, aber das sagt nichts weiter aus. Die Stufe ist also nur für die Vergrößerung der Heckgarage. Ja, genau, weil ja da drunter die Heckgarage ist. Ja. Genau. Und da haben wir schon mal zwei Staufächer, Ossi, magst du mal reinschauen? Okay, nehmen wir mal das Größte, oder? Ja, die Ossi macht es für mal. Euch. Ja. Oh. Ah, da ist Batterie drin und ein Staufach. Also Lithium muss man extra machen. Ja. Das war ganz normale. Hoppala. Jawohl. Laut. Ja. Okay. Und da sind dann andere. Ja. Also wahrscheinlich Wassertank und. Da ist ein Staufach. Staufach und hier haben wir den Wassertank vermutlich. Schauen wir halt doch mal nach. Der Vollständigkeit halber. Ja, genau. Mhm. So, da unten haben wir noch ein kleines Fach. Und da ist dann. Der Kleiderständer und oder Kleiderhaken und die Technik verbaut. So, Kühlschrank. Der Kühlschrank ist ein Domotik-Kühlschrank beidseitig zu öffnen. Jawohl, also und mit dem Backofen, der nur reine Unterhitze hat. Ja, genau. Das ist also, ja, leider. Der ist niedriger, meine ich, oder? Ich habe keine Ahnung. Halt, ich kenne mich mit Backofen leider nicht so aus. Ja, also hier ist nur Unterhitze. Ja. Aha. Okay. So. Und dann haben wir hier die Dusche. Ja. Und was mir da jetzt natürlich aufgefallen ist, in der Dusche, hier ist eine Heizung drin. Das ist die alte Heizung. Aber anscheinend ist das kein Problem. Das Wasser läuft einfach durch. Mhm. Ja, sehr schön mit Dachlupe. Oberlicht. Ja. Jawohl. Und ein großer Duschkopf. Nicht schlecht, ja. Hoffen wir, dass der sparsam ist, weil sonst ist das Wasser gleich alle. Ja, aber sieht ganz gut aus, auf jeden Fall. Zur Motorisierung kommen wir dann gleich noch, weil da habe ich noch was zu sagen zum Fiat. Da haben wir neue Informationen, aber hier haben wir erstmal das Bett. Ja, und wie das jetzt hier schon aussieht, wurde da schon öfters Probe gelegen heute. Jawohl. Und was ich hier für ein Dachbett schön finde, ist, dass ein Fenster da ist. Es ist zwar nicht so einfach zum Aufstehen und zum rausgucken, also zum im Liegen rausgucken, da müsste man mit dem Kopf hier schlafen, ja, was ja theoretisch auch möglich wäre. Man kann also vorne schlafen, es zwingt einen niemand, dass man mit dem Kopf hinten schläft. Ja, Oberlicht gibt es auch. Das ist halt bequemer. Ja, ein Hickey-Fenster. So. Das fällt gleich so. Und hier geht's zur Toilette. Und da das zeige ich euch, ja, weil die sieht sehr groß aus. Oh ja, das ist ja dann ein riesiges Raumbad. Ich meinte, ich hätte hier zwar noch gelesen, dass man da irgendwo noch eine Tür zumachen kann, aber ich finde die jetzt nicht. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Also auf jeden Fall ist das hier groß genug. Hat sogar zwei Fenster, eins hier oben und eins hier. Okay, das braucht. Und ja, hier ist alles ganz okay. Schön groß. Kann man also nicht meckern. Nein.
ich finde es gemütlich hier, was ich. Ja, der hat sich's richtig gemütlich gemacht, ja. Da genau. So eine Hexensgruppe hat einfach was. Ja. Hier ist die Aufstiegshilfe fürs Bett. Und damit man das Hubbett runterklappen kann, ist nur eins notwendig, dass man die Sitzlehnen vom Fahrersitze umlegt, wie es allgemein üblich ist. Und hier haben wir den Tisch, der, so wie das aussieht, auch noch deutlich vergrößerbar ist. Auf jeden Fall hat er zwei stabile Füße und wohl weiter noch erweiterbar. Wir wollen da jetzt nicht so lange rumbasteln, nur dass wir das Fahrzeug am Schluss noch zerlegen. Grüß Sie. Ich war gerade draußen, habe geschaut, also hier ist echt Leder. Aha. Und was ich auch noch gerade gesehen habe, die Toilette ist eine Keramiktoilette. Aha, das also ist hier in diesem Fahrzeug jetzt auf jeden Fall, in diesem Gesamtpaket drin. Gut, bei 4,8 Tonnen ist es überhaupt kein Problem. Und da muss man sagen, dass in diesem Preis auch diese Klimaanlage beinhaltet und ist. Und eine Dachabzugshaube. Ist das die oder die denn? Oder wie? Das ist die Klimaanlage, die Dachabzugshaube, das ist die da. Die da, aha. Also das ist hier auch noch mit drin. Also ich würde sagen, das Fahrzeug ist mit 185.000 ziemlich voll ausgestattet. So wie wir im Le Foyer Jeur gewesen sind, haben wir ja die Auskunft bekommen, dass sich der Tempomat von Fiat nur in 10er Schritten nach vorne switchen lässt. Also wir haben jetzt eine berichtigte Auskunft hier von einem Detlefs-Händler bekommen. Der Fiat-Motor oder der Fiat-Tempomat lässt sich sehr wohl genau positionieren. Also auch kann ihn exakt auf 102 Stundenkilometer zum Beispiel einstellen und kann ihn dann per Switch auf 103, 104 einstellen. Also es müssen keine 10er Schritte sein. Also das waren wohl offensichtlich eine zu korrigierende Aussage vom Händler von Le Foyer Jeur. Der war wohl mehr auf Mercedes positioniert. So, was man nicht unbedingt braucht, das ist das Fenster im Bad, aber manche wollen halt gern drauf schauen. Hier haben wir den Fernsehauszug. Und so schaut dann wahrscheinlich auch das Heck im Alpa aus, mit kleiner Kante. Natürlich ist dann da noch ein Heckfenster dran, aber ans Heck im Alpa kommen wir im Moment nicht dran, weil dann, der steht nämlich am anderen Fahrzeug dran. Bei der Firma Detlefs liegt ein Modell des Wandaufbaus auf. Die Firma setzt auf atmungsaktive Echtholzverkleidung auf der Fahrzeuginnenseite. Wir haben um Auskunft gebeten, warum man die Wand, wie von unserer Kenntnis nach allen hochwertigen Herstellern, nicht holzfrei verarbeitet. Die erhaltene Auskunft war, dass die Innenbeschichtung als atmungsaktive Echtholzverkleidung vorteilhaft ist, weil die Wand
dann Feuchtigkeit aufnehmen kann. Bei Alu kondensiert sie dagegen. Holz nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab. Danach gingen wir zur Firma Hümer und haben sie dazu befragt und eine andere Meinung erhalten. So, also das Thema Wandaufbau hat uns jetzt nochmals ein bisschen beschäftigt. Und wir haben uns jetzt bei einem anderen namhaften Hersteller kundig gemacht, der einen holzfreien Wohnmobilaufbau hat. Und da haben wir eine andere Aussage bekommen. Also die Aussage ist die, bei Hümer ist Alu, Schaum Alu aufgebaut. Und hier heißt das mit dem Holz, dass Holz die Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Das ist schon zutreffend, aber die Möbel sind ja mit Holz gebaut und die Möbel nehmen, oder das Holz der Möbel nimmt die Feuchtigkeit auf und gibt es auch wieder ab. Wenn die Wand es aufnimmt, dann kommt es auch automatisch an den Schaum und dann so die Auskunft hier, dann haben wir schon einen Fehler gemacht, ja, denn dann geht es auch die Feuchtigkeit in den Schaum rein, da braucht man auch schon fast keine Dichtigkeitsprüfung mehr. Also, insoweit scheint mir doch dieser Holzaufbau von Detlefs kein Vorteil, sondern eher ein Nachteil zu sein. Ossi hat es gehört. Ja. Und die Ossi stimmt mir zu. Ja. So, das war's zu dem Video. Eure Meinung dazu, holzfrei oder nicht holzfrei der Wandaufbau, dazu würde uns sehr interessieren. Schreibt doch eure Erfahrungen oder eure Meinungen gerne in die Kommentarleiste. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!